Unser Marsch ist eine gute Sache, weil er für eine gute Sache geht. Wir marschieren nicht aus Hass, nicht aus Rache, wir erobern kein fremdes Gebiet. Ja, liebe Brandenburger, liebe Gäste der Stadt, herzlich willkommen zu unserem dritten Ostermarsch in der Stadt Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Dominik Michalkiewicz, ich bin Sprecher des Bündnis für Frieden und Versammlungsleiter heute beim Ostermarsch. Ansonsten möchte ich euch vorstellen, Tino Eisbrenner, Liedermacher, Theaterdarsteller, Komponist, Musikproduzent, Moderator. Viele von euch werden Tino Eisbrenner kennen, auch als einen wirklich entschiedenen Friedenskämpfer, der schon im Jahr 2015 mit seiner Frau die Friedensgesellschaft Musik statt Krieg e.V. mitbegründet hat und der auch regelmäßig, auch in diesen schwierigen Zeiten, sich traut, nach Russland zu fahren, die Hand auszustrecken, egal wie sehr er in der Presse, in der Mainstream-Presse dafür verhöhnt wird. Er traut sich, er reicht die Hand für Frieden, für Völkerverständigung und wir freuen uns, auch hier heute wieder bei uns in Brandenburg begrüßen zu dürfen. Tino Eisbrenner, Applaus. Guten Tag. Und die erste Liebe macht das Herz ganz wach. Und die zweite Liebe macht's der ersten noch nach. Doch die dritte Liebe, schnell den Koffer gegriffen, schnell den Schlüssel geschmissen und das Herz zerrissen. Doch die dritte Liebe, schnell den Koffer gegriffen, schnell den Schlüssel geschmissen und das Herz zerrissen. Ach, am ersten Krieg, da war niemand schuld. Und am zweiten Krieg war dann doch jemand schuld. Doch den dritten Krieg hab ich selbst verschuldet, hab ihn machen lassen, hab ihr Treiben geduldet. Doch den dritten Krieg hab ich selbst verschuldet, hab ihn machen lassen, hab ihr Treiben geduldet. Schönen Gruß an Frau Strack-Zimmermann. Es ist, wie es fast immer ist, wir sind eine kleine familiäre Truppe. Die Leute, die ins Kaufhaus rein wollen oder aus dem Kaufhaus rauskommen, sind immer mehr als wir. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn es spricht dafür, dass die Menschen doch gar nicht den Putin so vertrauensunwürdig finden, wie sie immer behaupten. Denn wenn sie große Angst hätten, dass der Putin die ganze Welt erobert, würden sie alle hier auf dem Platz stehen und sagen, das wollen wir nicht. Haben sie aber nicht, sondern sie vertrauen ihm. Auch die Strack-Zimmermanns vertrauen ihm, denn wenn man so die Klappe aufreißt, dann muss man sich sicher sein, dass einem nichts passiert. Könnt ihr euch erinnern an die 90er Jahre, als alle Angst vor den Russen hatten? Vor der russischen Mafia nämlich. Und keiner hat sich getraut, irgendwas gegen Russen zu sagen. Und man hatte auch gar keine Lust, was gegen Russen zu sagen. Aber wenn und mit den Geschäften und so weiter und so fort, die man gemacht hat, man hatte immer irgendwie, naja, da kommt die russische Mafia, kommt die russische Mafia. Frau Putin hat offenbar nicht so viel Volk Angst wie vor der russischen Mafia in den 90er Jahren. Und das eben, finde ich, ist irgendwie doch ein gutes Zeichen. Und wenn wir schon über diese 90er Jahre sprechen, wie hat das alles angefangen? Wir haben ja damals gedacht, jetzt ist er weg, der eiserne Vorhang, jetzt können wir uns sicher fühlen. Jetzt gibt es die großen Probleme nicht mehr und die weiße Schale,
ich sage das, ich versuche das immer gerne so zu erklären. Es gibt immer, weil ja alles nach Balance strebt, gibt es eben die schwarze Schale und die weiße Schale. Und in den 90er Jahren zum Beispiel schien uns die weiße Schale total voll zu sein. Alles voll Glück und Frieden und Freiheit und Weltmusik. Und es war alles ganz wunderbar. Und während wir dies glaubten, füllte sich die schwarze Schale. Und ein neues Feindbild, was auch das alte war, wurde wieder an die vorderste Front gespült. Und eines Tages wachten wir auf und wunderten uns, dass wir wieder Russland hassen sollten. Und mein größten Auftritt, den ich jemals hatte, der war in Berlin im Jahr 2002, im Februar 2002, als wir alle glaubten, Deutschland könnte eventuell in diesen Irakkrieg mit reingezogen werden. Könnt ihr euch erinnern? Da war über eine halbe Million, also das war die Zahl, die sie offiziell zugestanden haben, über eine halbe Million Leute in Berlin vor der Goldenen Else auf der Straße, weil die Angst sehr groß war. Und die Leute eben kamen und sagten, wir wollen nicht in diesen Krieg gezogen werden. Heute ist die Angst noch nicht so groß, aber mit dem folgenden Lied erinnere ich mal an eben diese 90er Jahre, in denen ich die Welt neu verstehen lernen musste. Ein Königreich verschwand im Sand, eine Mauer übers Meer. Für halbes Geld verkauftes Land trieb Legionäre her. Millionen Deserteure, die vor eingestürzten Toren der fremden Obrigkeit im Chor die neue Treue schwor. Das kriecht in meine Lieder, das wühlt mir in der Seele rum. Das kriecht in meine Lieder, das wirft mich hin und wieder um. Wo gnadenloser Unverstand zu Heldentum sich schwingt, wo wieder mal fürs Vaterland ein Völkerhass beginnt. In der Arena bin ich plötzlich einer unter vielen. Der erste Stein, er trifft nicht mich, die können noch nicht zielen. Das kriecht in meine Lieder, es wühlt mir in der Seele rum. Es kriecht in meine Lieder, es wirft mich hin und wieder um. Ein Königreich verschwand im Sand und ich auf hoher See. Der Wärme suchte, immer fand er Kälte, Eis und Schnee. Gekreuzigt wieder, abgelenkt von der gewählten Pein. Gibt es nur ein Jerusalem? Wer wirft den ersten Stein? Es wühlt mir in der Seele rum. Es kriecht in meine Lieder, es wirft mich hin und wieder um. Herzlichen Dank, Tino. Und jetzt dürfen wir begrüßen den Bundesvorsitzenden der Deutschen Kommunistischen Partei, Patrick Köbele. Übrigens nicht nur seit 2013 Vorsitzender der DKP, sondern jetzt auch, wie ich erfahren habe, Spitzenkandidat der DKP für die EU-Wahl. Gestern wurden einige Parteien zur EU-Wahl zugelassen, unter anderem die DKP. Herzlichen Glückwunsch. Und auf Platz 1 Patrick Köbele, hier mit seinem Redebeitrag. Herzlich willkommen. Das passt. Ja, liebe Friedensfreunde, liebe Friedensfreundin, ich muss meine Ankündigung ein klein bisschen korrigieren. Also ich bin immer noch Parteivorsitzender der DKP, aber ich komme heute nicht aus Essen, meiner Heimatstadt. Ich komme aus Nürnberg. Dort habe ich am Bundeskongress der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend teilgenommen.
Und ich soll euch ganz herzlich von den 142 Delegierten mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren die kämpferischen Grüße zu eurem Ostermarsch überbringen. Das mache ich natürlich sehr gerne. Das Zweite, ich möchte mich sehr herzlich aus einem besonderen Grund für die Einladung bedanken. Ich habe schon ein paar Mal bei Ostermärschen gesprochen. Das ist nicht immer so ganz einfach, weil wir sind ja doch so ein bisschen auch die Schmuddelkinder manchmal für einige. Aber ich habe noch nie an einem Ostermarsch im Territorium der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik gesprochen. Und das ist für mich natürlich schon was Besonderes, weil wir Kommunistinnen und Kommunisten sagen ja, das war der erste und leider bisher einzige Friedensstaat auf deutschem Boden. Insofern herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Pistorius will uns kriegstüchtig machen. Ich glaube ja so ein bisschen, er ist die Wiedergeburt von Gustav Noske in der Sozialdemokratie. Einige Gedanken dazu. Vor 15 bis 20 Jahren wäre ein Sozialdemokrat vielleicht noch davongejagt worden, wenn er gesagt hätte, ich mache dieses Land kriegstüchtig. Halt, stopp, stimmt nicht ganz. Denn vor 25 Jahren, in diesen Tagen, begann der völkerrechtswidrige NATO-Krieg gegen Jugoslawien. Schlimm genug, aber das war auch die erste Beteiligung Deutschlands an einem Angriffskrieg nach 1945. Das sollten wir nicht vergessen, aber sie wollen, dass wir es vergessen. Kennt ihr jetzt auch dieses Gerede, der erste Krieg in Europa? Der erste Krieg nach 1945 in Europa? Ja, wie kann man denn so geschichtsvergessen sein? Ich glaube sogar, dass Willy Wimmer, ehemaliger Staatssekretär, ich weiß nicht, warum der noch das CDU-Mitgliedsbuch hat, aber er sieht das völlig richtig, weil er sagt nämlich, die erste Kugel des jetzigen Krieges, die fiel damals im März vor 25 Jahren. Und da ist ungeheuer viel dran. Weil der Angriffskrieg gegen Jugoslawien, das war die Fortsetzung der NATO-Osterweiterung mit anderen Mitteln, und der Angriffskrieg gegen Jugoslawien, der sollte allen und vor allem auch Russland deutlich machen, wenn man sich nicht der NATO unterwirft, dann weiß man jetzt, was passiert. Das war das zweite Wesen neben der Zerschlagung Jugoslawiens dieses Krieges. Und dieser Krieg, der ist damals von einer SPD-grünen Bundesregierung durchgesetzt worden. Genauso übrigens wie kurze Zeit später der größte Angriff auf die soziale Lage, vor allem der arbeitenden Menschen in diesem Land, nämlich die Agenda-Gesetze. Und die Situation, die hat mich nach den letzten Bundestagswahlen zu einem Scherz veranlasst, der mir heute ziemlich im Hals stecken bleibt. Als deutlich wurde, dass es wieder eine Regierung und eine Einbeziehung der SPD und der Grünen gibt, noch mit der FDP, habe ich gesagt, na mal gucken, was für Schweinereien die Herrschenden diesmal durchsetzen wollen. Nach der Zeitenwendenrede von Scholz war es mir klar, aber da kann man eigentlich keine Scherze drüber machen. Und diese Zeitenwendenrede, die sollten wir uns auch genauer angucken. Es ist ja völliger Quatsch, dass er drei Tage nach der Eskalation in der Ukraine sowas aus der Tasche gezogen hätte. Nein. Das lag in den Schubladen, das lässt sich auch beweisen. Das kann auch gar nicht anders sein. So, und diese Zeitenwendenrede ist natürlich von dem, was sie dann auch bedeutet, ein tiefer Einschnitt. Erstens, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und die Ukraine, die wievielte rote Linie da schon überschritten ist, kann man gar nicht mehr zählen. Ich
kann ihm eigentlich auch nicht mehr richtig ehrlich abnehmen, dass er beim Taurus wirklich zögert, aber ich hoffe es trotzdem. Ich hoffe es. Das Zweite, 100 Milliarden Sondervermögen. Was für eine Lüge, was für eine Lüge, Sondervermögen. Das ist nichts anderes als 100 Milliarden Sonderschulden außerhalb des Haushalts, die wir alle bezahlen. Die wir alle bezahlen. Und das 2%-Ziel der NATO per Gesetz festgeschrieben. Und was das bedeutet, das hat unser Freund Lyr Henken, ich nehme an, ihr kennt ihn aus Berlin, mal ausgerechnet. Wenn sich das BIP so entwickelt, also das Bruttoinlandsprodukt, wie die Bundesregierung selber prognostiziert, dann bedeutet das für 2026 einen Kriegshaushalt von 112 Milliarden Euro. 112 Milliarden Euro. Ich nenne euch mal eine Vergleichszahl. 2014, das war auch schon viel zu hoch, lag der Kriegsetat bei 34,75 Milliarden Euro. Das heißt, in 12 Jahren hätten wir eine Verdreifachung, eine Verdreifachung. So, und das zahlen wir, heute schon. Und geht durch die Städte. Man sieht alte Menschen, die Flaschen sammeln, aber man sieht mittlerweile schon Menschen, die die Mülleimer nicht mehr nur nach Pfandflaschen durchsuchen, sondern nach etwas zum Essen. Das ist Ausgeburt dieser Kriegspolitik. Das Verrotten der Infrastruktur. Das ist Ausgeburt dieser Kriegspolitik. Das Zumachen von Krankenhäusern, das ist Ausgeburt dieser Kriegspolitik. Und stellt euch mal so eine Perversion vor. Ich komme aus Essen, aus dem armen Teil, dem Essener Norden, mitten in der Pandemie macht ein katholischer Krankenhauskonzern 2 von 3 Krankenhäusern im Essener Norden zu. So. Und die Geschichte wird noch immer schlimmer werden, wenn wir ihnen bei dieser Hochrüstungs- und Kriegspolitik nicht in den Arm fallen. Und sie sind ehrlich. Ich weiß nicht, ob er diesen Kapitalistenvertreter, ich glaube, es war bei Lanz, gesehen hat. Er hat es ganz offen gesagt. Kanonen und Butter geht nicht. Und jetzt geht es um Kanonen. Sondern das Problem ist, dass für diesen Unmut, den das auch provozieren muss, da gibt es nicht das, was wir eigentlich bräuchten, nämlich eine kämpferische Gewerkschaftsbewegung, die sagt, wir müssen uns sowohl dem Kriegskurs als auch dem Abwälzungskurs dieser Kosten entgegenstellen, weil es uns sonst nämlich an den Kragen geht. Und daran liegt natürlich die große Gefahr, dass Unmut, Widerspruch, den das provozieren wird, sich äußert in Formen, die nicht schön und die verwirrend und die irrational sind. Und da haben wir als Friedensbewegung eine riesige Verantwortung. Aber das wissen die Herrschenden natürlich auch. Sie wissen, dass man uns klein halten muss, weil wir der mögliche Kristallisationskern für Widerstand sind. Und deswegen versuchen sie uns zu spalten, versuchen sie uns in irgendwelche Ecken zu stellen, versuchen sie uns auszugrenzen. Deswegen ist alles, was gegen diese Politik Widerstand macht, plötzlich rechts. Liebe Leute, ich bin jetzt 47 Jahre Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei. Ich glaube, ich kann durchaus sagen, dass ich seit meiner Jugend niemals rechts war und es auch nie sein werde. Aber ich lasse mir auch nicht unterstellen, dass Widerstand gegen diese Kriegspolitik, Widerstand gegen die israelische Politik, gegen die Palästinenser, dass das irgendwas mit rechts zu tun hätte. Das ist notwendig, wichtig und richtig. So, und Tino hat ja vorhin schon Frau Strack-Zimmermann erwähnt. Ich nenne sie ja, ich hoffe nicht, dass ich wieder eine strafbewährte Unterlassungserklärung kriege. Das habe ich bei diesem komischen Professor Massala vor kurzem gekriegt.
aber ich nenne sie ja eine menschgewordene Rüstungsaktie. Und ich glaube, ich habe recht damit. Weil was sich in ihr materialisiert, ja, das sind doch die Interessen von Rheinmetall und anderen. Und das bezahlen wir übrigens auch. Der Aktienkurs von Rheinmetall hat sich mehr als verzweieinhalbfacht. Und wir bezahlen das. Und gleichzeitig zieht die Repression an, damit wir nicht den Kristallisationskern bilden können. Wir, die DKP, sprechen von einem reaktionär-militaristischen Staatsumbau. Ich komme aber kurz zum Ende nochmal zurück zum Beginn meiner Rede. Warum setzen die Herrschenden gerne auf SPD und Grüne, wenn sie Kriege, Schweinereien durchsetzen wollen? Sie setzen darauf, weil es dann einfacher ist, die Gewerkschaften in solch einen Kurs einzubinden. Und diese Einbindung der Gewerkschaften, die im Moment geklappt hat, die ist auch im Verhältnis zu ihren imperialistischen Konkurrenten, wie beispielsweise Frankreich, durchaus ein Vorteil für die deutschen Herrschenden. Aber es ist auch ihre Achillesferse. Und da erinnere ich euch vielleicht doch an die Erfahrungen der Friedensbewegung der späten 70er und 80er Jahre in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik. Sie wurde ja wirklich in den 80er Jahren, wie man heute so schön sagt, wirkmächtig. Aber sie wurde erst wirkmächtig, als es tatsächlich gelang, die Gewerkschaften auf die richtige Seite der Barrikade zu holen. Und das war auch kein einfacher Prozess. Weil am Anfang war es genauso wie heute. Die Gewerkschaften waren eingeschworen auf die Sozialdemokratie und damit eingeschworen auf den Nachrüstungskurs. Ich kann mich selbst noch erinnern, wie ich als junger Gewerkschafter auf der IG Metall-Schule in die Ecke gestellt worden bin, weil ich für den Krefelder Appell gesammelt habe. Und das war die Kleinarbeit, die damals notwendig war, um diese damals mächtige Friedensbewegung hinzukriegen. Und das müssen wir uns schon klar sein, das ist unsere Verantwortung heute. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Unsere Verantwortung ist heute, den kleinen Widerstandskampf überall hinzutragen, um wieder zu einer wirkmächtigen Friedensbewegung zu kommen. Und das versuchen Sie natürlich auch mit Ihren Medien gegenzusteuern. Und wie widerlich, ich weiß nicht, wer von euch im Kinderkanal diesen Spot gesehen hat, wo Sie unsere Kinder auf die Taurus-Liefern-Seite ziehen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr den Spot gesehen habt. Das ist so ekelerregend, wie ein netter Taurus, der sagt, ich müsste doch auch in die Ukraine kommen und alles. Also, es ist ekelerregend, weil man jetzt auch noch an die Kinder geht, aber es zeigt natürlich, dass sie mit allen Mitteln versuchen müssen, uns auch ideologisch kriegstüchtig hinzukriegen. Und das werden wir nicht zulassen. Das werden wir nicht zulassen. Wir werden sagen, es reicht mit Hochrüstung, Waffenlieferungen und Wirtschaftskrieg. Es reicht, wir wollen Frieden mit Russland und China. Es reicht, wir werden nicht länger für ihre Kriege und Krisen zahlen. Es reicht, wir machen den Mund jetzt auf. Wir pfeifen und schreien und wir mobilisieren unsere Nachbarn. Und es reicht mit der Unterdrückung des palästinensischen Volkes. Waffenstillstand jetzt sofort und Frieden für Palästina. Danke. Unser Marsch ist eine gute Sache, weil er für eine gute Sache geht. Wir marschieren nicht aus Hass, nicht aus Rache, wir erobern kein fremdes Gebiet. Unsere Hände sind leer, die Vernunft ist das Gewehr und die Leute verstehen unsere Sprache.
marschieren wir gegen den Osten. Nein, marschieren wir gegen den Westen. Nein, wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Denn das ist für uns am besten. Wir brauchen keine Generale, keine Bunker, kein Führerhauptquartier. Der Lehrer wird zum Generale, die Mütter, die werden Offizier. Der Monteur und der Friseur, der Student, der nicht mehr pennt, und der Maler, sie rufen euch alle. Marschieren wir gegen den Osten? Nein, marschieren wir gegen den Westen? Nein, wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält, denn das ist für uns am besten. Du deutsches Volk, du bist noch immer für falsche Ziele marschiert. Am Ende waren nur noch Trümmer. Weißt du heute, wohin man dich führt? Nimm dein Schicksal in die Hand, steck den Kopf nicht in den Sand und lass dich nicht mehr verführen. Marschieren wir gegen den Osten? Nein, marschieren wir gegen den Westen? Nein, wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält, denn das ist für uns am besten. Liebe Brandenburger, liebe Gäste, danke, dass ihr beim Marsch jetzt um die Stadt mitgemacht habt. Das war ja eine schöne Strecke und hat uns schon beeindruckt. Also vor allem, wenn wir da uns umgekehrt und uns gegenseitig begrüßt haben, das macht schon was aus. Wir haben auch ein paar positive Rückmeldungen von den Leuten bekommen, die standen und sagten, macht weiter so, das gibt immer Mut. Und dann machen wir jetzt weiter. Als nächster hält Bernd Lachmann seine Rede. Bernd Lachmann ist Mitglied der ersten Stunde im Bündnis Sarah Wagenknecht und hat sich dazu entschlossen, jetzt demnächst in der Stadt Brandenburg zur Kommunalwahl anzutreten mit einer BSW-Unterstützerkreisliste, die heißt Bürger für Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit.
Und ja, ich begrüße Bernd Lachmann, ganz tapferer, ganz langjähriger Friedenskämpfer und jetzt für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, liebe Friedensfreunde und Freundinnen, ich glaube, es war ein schöner Anblick, wenn man das jetzt so gesehen hat. Ich bin zwar mit dem Auto vorne weggefahren, aber im Rückspiegel konnte man deutlich erkennen, dass es doch ein eindrucksvoller Zug war. Ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann als Mitglied in der neuen Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir haben uns sehr stark bemüht, die Sarah eventuell selbst hierher zu bekommen, aber es war einfach nicht möglich. Es gibt so viele Anfragen in ganz Deutschland. Sie hätte uns sicherlich die Weltpolitik auch noch mal erläutern können, aber ich möchte das heute mal aus der kommunalen Ebene machen, nicht also aus der Weltpolitik, sondern auch zur Stadt Brandenburg gibt es einiges zu sagen. Meine Rede hatte ich eigentlich vor 14 Tagen schon geschrieben, habe mich aber gestern kurzfristig entschlossen, sie beiseite zu legen, aufgrund aktueller Ereignisse, über die ich einfach heute mal reden möchte. Wir führen hier auf dem neustädtischen Markt alle 14 Tage eine Mahnwache durch für Frieden und kommen dort mit vielen Bürgern ins Gespräch. Vor einiger Zeit war ein Junge, ich schätze mal vielleicht 10, 11 oder 12 Jahre, der legte in unsere Spendenbox 12 Cent und sagte, mehr habe ich leider nicht. Da habe ich ihn gefragt, warum hast du denn das gemacht? Ja, ich will nicht, dass der Krieg nach Brandenburg kommt. Und das hat einen doch sehr berührt. Und am vergangenen Mittwoch war ich mit einer jungen Frau, die ihr Kind auch bei sich hatte, im Gespräch und fragte sie, ob sie Brandenburgerin ist. Sagte er, ja, eine halb und halb. Ich bin eigentlich vor einem Jahr aus Hannover nach Brandenburg gezogen, sitze aber jetzt auf gepackten Koffern, weil ich nach Ostern Brandenburg und auch Deutschland verlassen will, weil ich fühle mich bei dieser Politik hier in Deutschland nicht mehr sicher. Und ich sage, wo soll es denn hingehen? Ja, wahrscheinlich nach Island, weil die Isländer sind nicht Mitglied in der NATO und dort fühlt sie sich sicherer. Und das hat mich veranlasst, am vergangenen Mittwoch die Stadtverordnetenversammlung zu besuchen, weil dort gibt es am Anfang immer eine Bürgerfragestunde. Und ich wollte den Bürgermeister, den Oberbürgermeister Herrn Scheller, Mitglied der CDU und Mitglied im weltweiten Bündnis Mayors for Peace, auf Deutsch Bürgermeister für den Frieden. Das ist eine Organisation, die 1982 gegründet wurde auf Initiative des Bürgermeisters von Hiroshima aus Erkenntnis der verheerenden Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Und er hat diese Initiative gegründet, weltweit Atomwaffen abzuschaffen, weltweit abzurüsten. Und in diesem Bündnis Mayors for Peace sind gegenwärtig über 8000 Städte in 166 Ländern. In Deutschland sind es 845 Städte. Und die Stadt Brandenburg ist seit 2006 Mitglied bei Mayors for Peace. Also unser Oberbürgermeister trägt eigentlich, wenn er es auch nicht sichtbar trägt, trägt eigentlich die Verpflichtung Bürgermeister für den Frieden an sich oder in sich oder wie. Und das hat mich einfach veranlasst, bei der Einwohnerfragestunde an diesen Bürgermeister für Frieden mal folgende Fragen zu stellen. Können Sie es in Ihrer Funktion als Bürgermeister für Frieden tatenlos hinnehmen, dass Ihr Parteikollege im Bundestag, Herr Kiesewetter, verlangt, wir müssen den Krieg nach Russland tragen und nicht nur Gefechtsstände und militärische Einrichtungen, sondern auch Ministerien zerstören. Und die CDU-CS-Fraktion im Bundestag fordert, weitreichende Raketen in die Ukraine zu liefern. Und die zweite Frage war, befürchten Sie nicht auch, wie viele Bürger unseres Landes, dass mit solchen Forderungen die unmittelbare Gefahr besteht, dass sich der Krieg in der Ukraine zu einem Krieg zwischen NATO und Russland ausweitet. Vielleicht sehen Sie für die Bundespolitik keine Verantwortung.
So hatte er es auch in der Bürgerfragestunde im Dezember gesagt. Wir sind hier für die Stadt verantwortlich, aber nicht für die Bundespolitik. Und deshalb fragte ich ihn, ob denn die Gewährleistung der kommunalen Daseinsvorsorge, was ja die Aufgabe eines Bürgermeisters ist, das heißt die Sicherung der Lebensgrundlagen aller Bürger, ob das gewährleistet ist, wenn die Stadt von einem Krieg heimgesucht wird. Weil dann ist nämlich auch vorbei mit kommunaler Daseinsvorsorge. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, auch an alle Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung einen Appell zu richten. Lassen Sie es nicht zu, dass durch den Kriegskurs der Bundespolitik Brandenburg eines Tages so aussieht wie Berlin oder Dresden nach 1945 oder schlimmer noch, infolge eines Atomkrieges gar nicht mehr existiert. Auf die ganz konkreten Fragen hinsichtlich seiner Verantwortung als Bürgermeister für den Frieden, auf diese Fragen habe ich keine Antworten bekommen, sondern er hat gesagt, als Stadtoberhaupt von Brandenburg möchte er sich nicht auf parteipolitische Diskussionen einlassen. Er sieht die Verantwortung oder er sieht das genauso wie die Bundes- und die Landespolitik. Wir brauchen die NATO als Garant für Frieden und Demokratie. Und mehr hatte er dazu, also auf meine konkreten Fragen. Wie sieht er denn die Verantwortung gegenüber seinen Bürgern hier in der Stadt? Er ist der Oberbürgermeister, er ist der Oberindianer. Hat er kein Mitgefühl für seine Indianer hier in der Stadt? Folgt er nur dem Kurs der NATO? Folgt er nur der Parteidisziplin, die vom Bundestag ausgesprochen wird? Und deshalb kann ich einfach sagen, wir waren da sehr enttäuscht. Und auch das, weil ich ja seine Meinung kenne, wir haben ja mehrmals schon gefragt, auch das war für uns, wir sind hier in Brandenburg drei Mitglieder, die beim Bündnis für Sacher Wagenknecht sind. Wir drei haben die Initiative ergriffen, weitere Bürger zu finden. Und das sind insgesamt 12, die auch parteilos sind, die aber dem Bündnis Sacher Wagenknecht sehr nahe stehen. Und deshalb haben wir gesagt, weil wir wissen, wie die Stadtpolitik tickt, wie der Oberbürgermeister tickt, wollen wir versuchen, mit einer möglichst starken Fraktion unter dem Namen Bürger für Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit in die Stadtverordnetenversammlung einzuziehen. Und Sie alle, wie hier sind, haben am 9. Juni die Gelegenheit, Ihre Kreuze bei unseren Kandidaten zu setzen. Ich selbst kandidiere für den Wahlkreis 3. Dazu gehören die Stadtteile Hohenstücken, Görden, Plaue, Kirchmöser und Malenzin. Aber auch die anderen Stadtteile sind mit Kandidaten besetzt. Und wir wollen einen gewissen frischen Wind in die Stadtverordnetenversammlung reinbringen, eine gewisse andere Denkweise. Und wir werden immer wieder das Thema Frieden zum Thema machen. Nicht nur die Bedrohung von außen, sondern auch der innere Frieden, der soziale Frieden. Und das gibt ja sogar der Bürgermeister zu, der übrigens auch Mitglied im Deutschen Städtetag ist, wo also alle kreisfreien Städte in einem Bündnis zusammensitzen und beraten und Probleme darlegen. Er sagt ja selber, ich als Mitglied im Städtebund würde mir wünschen, dass unser Krankenhaus vom Land und vom Bund besser finanziert wird. Es stand nämlich schon kurz vor dem Aus. Und die Stadtverordnetenversammlung hat erst vor wenigen Wochen 12 Millionen Euro locker gemacht, um für die nächsten ein, zwei Jahre dieses Krankenhaus noch zu retten. Das ist aber nur eine zeitlich befristete Rettung. Und wenn man also sieht, dass auch durch die Bundespolitik, durch die Aufrüstung, die Streichung des Sozialhaushaltes, wenn selbst Städte und Gemeinden darunter leiden, dann kann ich als Oberbürgermeister nicht sagen, ich würde mir mehr Geld wünschen, dann muss ich mir mit den allen Stadtverordnetenversammlungen eine Resolution zu Papier bringen, muss andere kreisfreie Städte einladen, diese Resolution mitzutragen und dann müssen wir Druck und Dampf gegenüber der Bundesregierung machen. Aber nicht nur, ich wünsche mir, ich hätte doch und so weiter. Das reicht einfach nicht aus. Deshalb, wie gesagt, unterstützen Sie kommunal bei den bevorstehenden Wahlen unser Bündnis, was dort antritt. Und ich würde Sie auch darum bitten, wenn Sie den Mut haben, gehen Sie doch einfach mal zu einer Stadtverordnetenversammlung in die Einwohnerfragestunde und stellen Sie einfach mal ein paar konkrete Fragen. Die hören Ihnen zu,
müssen ihnen zuhören. Die sollten ihnen auch eine Antwort geben, die oft nicht immer zufriedenstellend ist. Aber zeigen Sie einfach, dass Sie nicht nur am Wahltag Ihre Stimme abgeben. Und ich sage das immer wörtlich, Sie geben Ihre Stimme ab, dann kommt ein Pflaster auf den Mund und dann sind Sie 4 Jahre lang sprachlos. Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Wir können in jeder Stadt, in jeder Gemeinde in die Einwohnerfragestunde reingehen, können dort sagen, wir sind mit diesem Kurs nicht mehr einverstanden. Und das Weitere, was Sie noch machen können, es geht jetzt langsam der Wahlkampf los zu den Europawahlen, zu den Kommunalwahlen. Alle Parteien werden dort Wählerforen machen und werden um ihre Stimme werben. Fragen Sie diese Abgeordneten, egal ob fürs Europaparlament oder für die Stadtverordnetenversammlung, fragen Sie, welches Verhältnis Sie zum Thema Frieden haben. Und wenn Sie ihnen dann sagen, das liegt leider nicht in meiner Verantwortung als Stadtverordneter, dann geben Sie diesen Abgeordneten Ihre Stimme nicht. Er muss sich für Sie verantwortlich fühlen. Das sind doch Ihre ersten Abgeordneten, die Sie hier in der Stadt wählen. Und da kann ich mir doch von denen nicht sagen lassen, ja dafür, was im Land und im Bund passiert, bin ich leider nicht zuständig. Sie haben alle Ihre Parteiebenen und da müssen Sie Druck machen. Und ich selbst muss es einfach mal sagen, ich war viele, viele Jahre Mitglied bei den Linken. Und wir haben Druck gemacht auf unsere Bundesführung, weil wir mit diesem Kurs, die teilweise auch die NATO so ein bisschen verharmlosen möchte, nicht mehr einverstanden waren. Dann macht man von unten Druck an die Parteispitze. Und das erwarte ich auch von allen anderen Parteien. Aber da dieser Druck bei den Linken nicht so erfolgversprechend war, wie wir uns das gedacht haben, haben wir den Weg gewählt, mit Sarah Wagenknecht gemeinsam eine neue Partei aufzumachen. Und sie spricht klare Worte. Wenn sie im Bundestag sagt, wir haben zurzeit die dümmste Regierung, dann hat sie das auch mit Beispielen unterlegt, weil diese Sanktionen oder dieser Wirtschaftskrieg, der gegen Russland geführt hat, der hat Russland in keiner Weise geschwächt. Aber Deutschland ist das Land, was in Europa am meisten unter diesen Sanktionen leidet. Wir machen auch die meisten Milliarden, mehr als Frankreich oder England, pulvern wir in die Ukraine rein. Aber die anderen holen sich ihre russischen Rohstoffquellen über Umwege, aber wir bleiben hart, der Hahn bleibt zu. Weil wir Idioten eine Regierung haben. So ist das. Und deshalb ist es nicht nur die dümmste Regierung, wenn ich das nochmal wiederholen kann, sondern mittlerweile auch die gefährlichste Regierung, weil sie führt uns in einen Krieg hinein. Und das müssen wir alle vermeiden. Dankeschön. Dann möchte ich nachher jetzt unseren Sprecher des Bündnisses für Frieden, Dominik Michaelis, ankündigen, der auch noch mal einige Worte sagt zum Thema der Arbeit unseres Bündnisses hier in Brandenburg. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Bernd. Und liebe Friedensfreunde, nochmal vielen Dank, dass ihr trotz des schönen Wetters jetzt nicht übers lange Wochenende weggefahren seid, sondern dass ihr hier steht und dass wir hier gemeinsam für Frieden streiten. Ich glaube, da haben wir uns auch gegenseitig einen schönen Applaus verdient. Wir haben ja hier in den Wortbeiträgen, in den Redebeiträgen von Patrick und von Bernd gerade gehört, wir alle erteilen der Kriegstreiberei eine entschiedene Absage. Und wir alle sehnen uns nach Frieden. Das ist soweit klar. Ich möchte aber auch ein bisschen jetzt darüber reden, wie wir die Gefahr des Dritten Weltkrieges zumindest verringern können und wie wir dem Frieden näher kommen. Es geht um das Wie. Und ich finde, zuerst, um das zu erreichen, müssen wir verstehen, dass jeder Konflikt eine Vorgeschichte hat. Es kommt selten vor, auch im privaten Leben, dass einfach eine Schlägerei entsteht, weil ein paar Leute sich gegenseitig die Fresse einschlagen wollen. Meistens wurde davor beleidigt, meistens wurde davor bedroht, meistens ist auch schon davor was passiert. Und so ist das bei zwischenstaatlichen Beziehungen auch. Um zu verstehen, wie man Frieden erreicht, muss man die Vorgeschichte verstehen. Es ist doch kein Geheimnis, dass Gaza in den letzten Jahrzehnten nichts anderes war als das größte Freiluftgefängnis der Welt. Und es ist doch kein Geheimnis, dass sich da Ärger und Ressentiments angestaut haben, auch gegen Israel. Das ist keine Rechtfertigung für nichts, aber das ist eine Tatsache. Genauso eine Tatsache ist, dass die NATO-Osterweiterung, die gebrochenen Versprechen des Westens gegenüber Russland,
in Russland Ärger und auch eine gewisse Demütigung verursacht haben. Auch das ist keine Rechtfertigung, auch das ist ein einfaches Aufzählen von Fakten. Und wir müssen und wir werden uns den Mund nicht verbieten lassen, diese Vorgeschichte immer und immer wieder zu betonen. Egal wie sehr uns die Mainstream-Presse als Putin-Freunde, als Russland-Versteher und so weiter bezeichnet. Es ist nichts verboten daran, knallharte Fakten auf den Tisch zu legen. Und manche NATO-Freunde würden jetzt zu mir sagen, naja, Dominik, es gab ja kein schriftliches Versprechen, dass es die NATO-Osterweiterung nicht geben wird. Und dem möchte ich entgegnen, doch, es gibt den 2+4-Vertrag. Und im 2+4-Vertrag ist ganz klar festgeschrieben, schon in Ostdeutschland, also in den neuen Bundesländern, darf es keine NATO-Stationierung geben. Und im Übrigen, natürlich wurde der 2+4-Vertrag teilweise aufgeweicht, aber im Großen und Ganzen wird er eingehalten. Es gibt hier in den neuen Bundesländern keine permanenten NATO-Stützpunkte. Aber wie absurd ist es dann zu sagen, ja, aber weiter östlich, in Polen, im Baltikum, darf es die geben? Das ist doch völlig kirre. Natürlich war im 2+4-Vertrag festgehalten, NATO darf sich nicht weiter als Westdeutschland ausweiten. Das ist Fakt, das steht schwarz auf weiß auf Papier. Und das werden wir immer wieder betonen und wir werden das immer wieder einfordern. Und auch das, diese Entwicklung, dieser Krieg in der Ukraine, das kommt doch alles nicht überraschend. Bereits in den 90er Jahren haben US-Experten wie George Kennan, beileibe keine Russland-Freunde, aber US-Experten haben gewarnt, dass je mehr der Westen Druck auf Russland ausübt, je feindseliger der Westen gegenüber Russland sich verhält, desto autoritärer und militaristischer wird die Entwicklung in Russland sein. Druck erzeugt Gegendruck. Das ist doch das Einfachste der Welt. Warum verstehen unsere politisch Verantwortlichen das nicht? Und was machen wir? Was machen wir? Was machen unsere politisch Verantwortlichen? Die lernen gar nichts. Die machen genauso weiter, noch verstärkt. Waffenlieferungen, Sanktionen. Und was erzeugt das? Das erzeugt eben diesen Gegendruck. Ich kenne viele junge Menschen aus Russland, die früher, also die russische Jugend, eher liberal, eher pro-westlich war, ja, vielleicht auch Nawalny unterstützt haben. Das war die russische Jugend. Die konsolidieren sich ja, die sind jetzt sauer auf die Sanktionen. Die sagen, warum sanktioniert der Westen uns junge Menschen in Russland? Wir haben nichts getan. Das heißt, durch die Sanktionspolitik erreicht der Westen nicht, dass die Menschen jetzt gegen Putin aufstehen. Der Westen erreicht, dass die Russen sich hinter ihrer Regierung konsolidieren. Und das müsste man doch, jeder mit einem gesunden Menschenverstand müsste das doch eigentlich verstehen. Historisch ist das immer so bei Sanktionen gewesen, gegen Iran, die Kuba-Blockade. Die erreichen nie die vermeintlichen Ziele, die der Westen eigentlich vorgibt, mit diesen Sanktionen erreichen zu wollen. Und zudem schaden sie natürlich auch uns. Sie schaden unserer Wirtschaft, sie schaden uns hierzulande. Das ist völlig absurd. Diese Sanktionspolitik muss enden. Und dafür streiten wir hier als Bündnis für Frieden. Und jetzt kommt eine neue Idee auf. Russische Vermögen, die hier im Ausland sind, konfiszieren, beschlagnahmen. Jetzt ist Enteignung auf einmal in Ordnung. Wo sind wir? Sind wir hier im Wilden Westen, dass eine nicht legitime Institution einfach sagen, hingehen kann und russische Vermögen beschlagnahmen kann? Was denkt ihr? Was wird dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr passieren? Die Chinesen werden ihre Gelder abziehen, die Saudis, alle, die irgendwie fürchten, dass ihre Gelder demnächst auch beschlagnahmt werden können. Wir riskieren hier den Sturz unseres Wohlstandes. Das geht nicht. Ich sage, Frieden und Wohlstand bedingen sich gegenseitig. Ohne Frieden kann es keinen Wohlstand geben. Aber auch ohne Wohlstand wird Frieden schwierig, weil der soziale Frieden in unserem Land dann gefährdet ist. Also müssen wir Frieden bewahren und für Frieden kämpfen und wir müssen den Wohlstand hierzulande bewahren. Und ich frage mich dabei, warum das viele politisch Verantwortliche nicht einsehen.
Und Patrick und auch Bernd haben ja zum Beispiel auf die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann verwiesen. Ich glaube, bei solchen Leuten sind es knallharte finanzielle Interessen. Die hat Rheinmetall in ihrem Wahlkreis, die ist da voll als Rüstungslobbyisten aktiv. Also solche Menschen gibt es tatsächlich. Aber das sind ja nicht alle. Sind ja nicht alle, die jetzt da in der Politik sitzen, die alle kassieren da dran. Ich habe das Gefühl, dass es bei vielen, vor allem auch bei Grünen, so eine gewisse moralische Selbstvergewisserung ist, in die sie sich da reingesteigert haben. Wir sind die Guten, wir werden die Welt retten, indem wir Waffen liefern. Und ich hatte zuletzt, ich war eingeladen zu so einer, das ist in Berlin so ein Think Tank, eher ein transatlantischer, proamerikanischer Think Tank von so jungen Menschen, Politikwissenschaftlern, die halt vor allem daran glauben, dass wir voll mit den USA beste Freunde sein sollten und dass wir Waffen in die Ukraine liefern sollten. Und mit diesen Menschen, das waren über 30 Leute, ich war da, glaube ich, der Einzige, der da eine andere Meinung vertreten hat. Und ich habe mir versucht zu verstehen, was bewegt diese Leute eigentlich. Und ich habe festgestellt, das sind oft keine bösen Menschen. Das sind Menschen, die leben in Berlin-Mitte. Die gehen morgens zum Starbucks am Brandenburger Tor, trinken ihren Hafermilchlatte Macchiato, fahren dann mit ihrem Elektrofahrrad 10 Minuten zum modernen Space, das ist ihre Arbeitsstelle, haben dann da auch ihre Freunde. Die kennen die Probleme nicht, die gehen nicht nach Hohenstücken, ich lebe in Hohenstücken, die waren noch nicht mal in Brandenburg-Hohenstücken, die wissen nicht, was es für Probleme gibt da. Und das ist, an sich sind das ja total nette Menschen. Aber das Problem ist, dass viele Politiker in Berlin genauso auf diese Latte Macchiato-Politikwissenschaftler aus Berlin-Mitte hören. Sie machen ihre Entscheidungen von deren Ratschlägen abhängig. Das ist das eigentliche Problem. Und da fiel mir, als ich bei diesem Treffen war, ein Zitat ein des Philosophen Immanuel Kant, übrigens aus Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, der in seiner Schrift vom ewigen Frieden, übrigens empfehlenswert, wer es noch nicht gelesen hat, in seiner Schrift vom ewigen Frieden unterscheidet Kant zwischen moralischen Politikern und politischen Moralisten. Jetzt haben wir vor allem politische Moralisten, aber wir brauchen endlich mehr moralische Politiker. Und liebe Friedensfreunde, um Frieden zu erreichen, finde ich, sollten wir hier im Westen endlich von unserem hohen moralischen Ross absteigen. Und wir sollten einigen simplen Realitäten ins Auge blicken. Erstens, die Ukraine ist keine lupenreine Demokratie und der Westen ist keine unfehlbare moralische Instanz. Zweitens, es ist nicht Russland, das weltweit isoliert ist. Die BRICS-Staaten werden immer zahlreicher und finanziell stärker. Der globale Süden, zum Beispiel afrikanische Staaten, löst sich immer mehr vom postkolonialen Diktat des Westens. Es ist also der Westen, der droht, isoliert zu werden, wenn wir nicht dringend umkehren. Drittens, Wirtschaftssanktionen wirken nie gegen die Machthaber. Sie schaden immer nur den einfachen Menschen. Simple Wahrheit. Viertens, Waffenlieferungen können keinen Krieg gegen eine Atommacht beenden. Sie können ihn nur verlängern. Wie die italienischen Sänger Ermal Meta und Fabrizio Moro bereits 2018 in ihrem Lied Non mi avete fatto niente sangen, non esiste bomba pacifista. Es existiert keine friedensbringende Bombe. Und fünftens, schließlich, Frieden ist möglich. Es gibt doch schon zahlreiche Initiativen für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Es gibt Friedensinitiativen für die Ukraine, von China, von Brasilien, von zahlreichen afrikanischen Staaten. Die Bundesregierung sollte nur endlich mal ihre Blockadehaltung aufheben und sich diesen Friedensinitiativen anschließen. Das ist doch das Mindeste, das fordern wir hier. Ich möchte mit einem Zitat schließen vom ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, der einst sagte, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als nur eine Minute schießen.
Lasst uns doch endlich mal reden, lasst uns endlich mal ins Gespräch kommen. Das werden wir hier in Brandenburg als Bündnis für Frieden einfordern. Liebe Friedensfreunde, danke, dass ihr da wart. Wie gesagt, als Bündnis für Frieden Brandenburg, um unsere Arbeit fortzusetzen, benötigen wir Spenden und wir freuen uns auch auf eure Unterstützerunterschriften hier bei uns auf der Bündnisliste. Dann bekommt ihr immer die neuesten Infos von unserem Bündnis. Das war's von mir und jetzt Tino Eisbrenner. Ja, danke für diese Rede. Ich höre ihm immer wirklich gerne zu. Jetzt hat sich was verändert im Gegensatz zu vorhin. Wo ist der Tonmann? Wir hören ja auch gerne zu. Das ist auch schön. Ich spiele mal was zur Beruhigung. Es wächst das Brot uns. Nicht von allein. Und auf den Feldern reift uns kein Krug voll Wein. Das Wasser fließt nicht von selbst bergauf. Und auch die Kriege hören nicht von selber auf. Schön ist die Rose und schön das Licht. Schön ist der Morgenwind, schön ist dein Gesicht. Ich hab nicht geraucht. Schön ist die Welt, wenn sie friedlich ist. Schön ist der Frieden, wenn du seiner sicher bist. Schön ist die Rose und schön das Licht. Schön ist der Morgenwind, schön ist dein Gesicht. Schön ist die Welt, wenn sie friedlich ist. Schön ist der Frieden, wenn du seiner sicher bist. Hartmut König. Ja, von einem Lied, zu dem ich gar nichts beigetragen habe, weder kompositorisch noch textlich. Ich, also nur der Interpret, bin zu einem, das ich in unsere Sprache geholt habe, wie ich es angefangen habe 2016 mit russischen / sowjetischen Liedern, um eben diese Brücke zu bauen, die wir alle so nötig brauchen. Und im Laufe der Jahre seither ist das immer irgendwie noch wichtiger geworden, weil die politischen Signale, die aus Deutschland in Richtung Russland kommen, eigentlich alle nur noch fürchterlich sind. Und man natürlich dafür sorgen muss, dass das nicht der einzige Eindruck ist, den Russland von Deutschland hat. Also habe ich gedacht, dann muss die Kultur jetzt ran. Und bin also wirklich in den Jahren jetzt sehr oft da gewesen. Ich war auch gerade vor jetzt 10 Tagen das letzte Mal in Moskau, habe ein Buchprojekt unterstützt, zwei Kommilitonen aus den 70er Jahren, die in Moskau gemeinsam studiert haben, ein Russe und ein Deutscher,
haben zusammen ein Buch veröffentlicht mit deutschen Friedenstexten, also Gedichten von Goethe, Rilke, Brecht, bis auch Liedtexten. Und der Deutsche hat es gesammelt, der lebt in Greifswald, der hat diese Texte gesammelt und der Russe, der ein Dichter geworden ist, hat alles nachgedichtet und ins Russische gebracht. Auch Texte, die schon nachgedichtet waren seit vielen Jahren, hat er alles nochmal in seinem Stil nachgedichtet und die haben zusammen eben dieses Buch veröffentlicht in Deutsch und Russisch. Wird im nächsten Monat dann auch in Deutschland zu haben sein. Im Moment gibt es das nur in Russland. Und da von mir da auch Text drin war, hat man mich gebeten, ob ich ein Vorwort schreiben könnte. Dann hat sich daraus ergeben, dass man mich eingeladen hat, ob ich nicht bei der Buchpräsentation dabei sein könnte. Das heißt, vor 10 Tagen bin ich zurückgekommen aus Moskau und ich kann euch 2 Dinge sagen. Die Sanktionen, von denen unsere Obrigkeiten immer schwärmen, wie sie die Russen jetzt fertig machen mit dem 97. Sanktionspaket, wirken sich nicht aus auf die Regale in den Kaufhäusern. Es liegen dort nach wie vor deutsche Produkte ohne Ende rum. Also man kann Duplo kaufen oder sonst irgendwas. Es ist alles da. Coca-Cola ist da, alles ist da. Dann fragt man sich also, okay, wo wirken die Sanktionen dann? Sie wirken tatsächlich in solchen Momenten, wie zum Beispiel, wenn junge Menschen von der Schule kommen und im Ausland studieren wollen. Wenn sie sich vornehmen, sie studieren nicht in Russland, sondern sie studieren in London oder sie wollen nach Heidelberg oder nach Hamburg studieren. An der Stelle gibt es ein Nein. Und die Frage ist natürlich, was hat man diesen jungen Menschen eigentlich vorzuwerfen, dass sie nicht studieren dürfen im Ausland? Und die andere Frage ist, wenn wir tatsächlich für Frieden sorgen wollen, dann braucht es doch den Austausch. Und wenn es den nicht gibt, wo soll es den geben, wenn nicht unter den Jugendlichen, die noch frei sind von allen möglichen Ideologien, die ins Leben starten und die Welt erobern wollen und miteinander jung sein, einfach sich vielleicht auch irgendwo in Hamburg verlieben, obwohl man selber aus St. Petersburg kommt oder sowas. Und das alles wird besanktioniert. An der Stelle wirken die Sanktionen und die Jugendlichen verstehen das natürlich überhaupt gar nicht. Und dann setzt dieser Effekt ein. Also erstens, im Moment werden unglaublich viele Universitäten gebaut in Russland, weil man natürlich die ganzen Studenten, die vorher ins Ausland gegangen sind, alle irgendwie auffangen möchte und muss. Das heißt, die Universitäten werden in Russland gebaut oder die jungen Menschen gehen eben in China studieren oder in Indien oder sonst wo. Also wir erreichen damit sozusagen gar nichts, außer die russische Jugend zu bestrafen. Und die Frage ist, wozu? Warum? Also wem haben wir da was vorzuwerfen in der russischen Jugend? Während aber die Produkte, von denen wir Deutschen, die wir nur hier sind, glauben, dass es die jetzt alle nicht mehr gibt in Russland, alle weiter dort liegen. Und das ist ja auch klar. Denn wer vor den Sanktionen sein Geschäft gemacht hat in Russland, der hat doch keine Lust, sich sein Geschäft kaputt machen zu lassen. Von wem denn? Wieso denn? Also das ist alles weiterhin dort. Bildet euch nicht ein, dass es jetzt irgendwas aus Deutschland dort nicht mehr gibt. Es gibt alles. Es liegt alles da. Bis hin zum Landbrot. Und naja, wenn ich von der Jugend spreche. Ach so, und das Zweite, was ich sagen wollte, es ist trotzdem ein Wunder, wenn man als Deutscher jetzt im Moment in Russland ist, dann ist den Russen ja eins sofort klar. Dieser Deutsche oder diese Deutsche, die dort gerade angetroffen wird, jemand wie ich zum Beispiel, kann kein Feind sein. Im Moment gehen ja nur deutsche Freunde nach Russland. Und das heißt, wenn man mit der Gitarre unterwegs ist, schon nachhin,
Schon beim ersten Taxifahrer, den man trifft, wird man in ein Gespräch verwickelt, weil der sagt, wo kommst du her? Der Akzent, meistens verorten die mich irgendwie nach Skandinavien oder sowas, oder Litauen oder Estland oder sowas. Aber wenn ich dann sage, ich bin Deutscher, dann ist erstmal kurz Ruhe, dann erhellen sich die Gesichter und dann ist man sofort natürlich in politischen Gesprächen, Diskussionen über dies und das. Und irgendwann voriges Jahr am 9. Mai bin ich in ein Gespräch geraten mit Schauspieler, Künstlerkollegen und habe gefragt, bisschen ketzerisch, bisschen mit Augenzwinkern, na sagt mal, warum, jetzt ist es ja nun schon seit vielen Jahrzehnten so, dass ihr den 9. Mai, also den Tag des Sieges, feiert. Nervt das nicht auf die Dauer? Ist es eigentlich immer noch wichtig, den Tag des Sieges über Deutschland zu feiern? Und darauf guckten die mich mit Riesenaugen an und sagten, Moment, wir feiern doch nicht den Sieg über Deutschland. Jetzt guckte ich mit Riesenaugen und sagte, wie, was denn sonst? 9. Mai, Tag der Befreiung, Tag des Sieges, was denn sonst? Nein, haben die gesagt, wir feiern, dass unser Volk in der dunkelsten Stunde, die es erleben musste, in der Lage war, sich so zu konstituieren, durch diese Hölle, also sich so zu einigen, dass man durch diese Hölle hindurchkommt. Mit Deutschland sind wir längst im Reinen. Und das finde ich eine gute Botschaft, die ich in Deutschland immer wieder erzähle. Die Russen haben keinen Groll gegen die Deutschen. Und die Annahme, man würde irgendwie daran interessiert sein, Polen oder Deutschland ein weiteres Mal zu erobern. Warum? Wozu? Jeder Russe sagt, wozu sollen wir das machen? Also welches Interesse könnten wir haben, andere Länder zu erobern wie Deutschland, Polen oder sonst irgendwas? Was wir in der Ukraine versucht haben, war nicht der Beginn eines Konfliktes, sondern wir haben versucht, diesen Konflikt zu beenden. Und hätte sich Europa nicht in dieser Art eingebracht, wäre es vielleicht sogar gelungen. Es stand ja am Anfang nur eine einzige Bedingung im Raum, nämlich Neutralität der Ukraine, was Europa natürlich nicht ertragen wollte. Okay. Vielleicht an der Stelle noch einen Satz. Dies ist ein Lied über Freundschaft und wie sie geprüft werden kann. Wir haben in den letzten Jahren doch an der einen oder anderen Stelle kennengelernt, wie es ist, wenn Freundschaft plötzlich gar nicht da ist, wo man sie vermutet. Wenn Freunde sich verlieren, Freundinnen sich verlieren. Und Wladimir Wysotzki hat vor den vielen Jahren ein Lied darüber gemacht, wie man wohl vielleicht rauskriegen könnte, ob der oder die, mit denen man da unterwegs ist, ob das wirklich Freunde sind. Wenn ein Freund nicht als Freund sich erweist, du nicht fühlst, ob kein Feind mit dir reist, wenn er nicht einmal das dir beweist, du nicht weißt, was das heißt, bring den Mann in die Berge rauf, lade dir und ihm gleich viel auf, und das Seil zwischen euch zieh fest, riskier den Test. Das kann man auch singen, wollen wir probieren? La 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 do da dum da. La 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 do da. La 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 la
es passiert. Danke, Tino, für die tollen Musikbeiträge. Danke an alle Redner, an Bernd, an Patrick. Danke an alle Ordner. Ja, danke. Danke an alle Ordner, die heute die Veranstaltung gut abgesichert haben. An alle, die an der Vorbereitung beteiligt waren. Natürlich an alle, die hier heute dabei waren, die auch mitmarschiert sind. Danke an die Polizei für die gute Absicherung der Veranstaltung. Und im Namen des gesamten Bündnis für Frieden wünsche ich euch schöne Ostertage und schönes langes Wochenende. Vielen Dank. Die Veranstaltung ist offiziell beendet.